Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir mit der Yuna geredet. Mit der Yuna? Komm erstmal an, Link, genau. So, ich muss einmal ganz kurz, genau, so. Tagebuchcharaktere. Yuna. Nicht Yuna von Itzy, sondern Yuna. Auch schön. So, was will wir denn machen? Nein. So, Tagebuchkarte, perfekt. So, genau. Ich möchte einmal kurz auf diese Plattform darauf. Und da können wir dann halt auch irgendwie irgendwo da was machen. Oder da ist irgendwas. Also wahrscheinlich wieder irgendwie so ein Trupp, womit wir nach unten fliegen können. Aber mal gucken. So, hier sind wieder Früchte. Funkelfrucht, okay, das ist eine Funkelfrucht. Und hier ist eine Kiste. Pfeile. Im Untergrund. Gut zu wissen, gut zu wissen. Also, gut, dass ich mich noch hier hinbegeben habe, weil ich wollte das ja sowieso nochmal erkunden. Aber gut, dass ich das hier schon mal angeschaut habe. So, wir wollen... Eigentlich wäre nice dahin, ne? Aber das ist noch weiter zu weit oben. Das ist noch eine ganze Karte. Okay. Genau, wir sind jetzt gerade über den Zoras und wollen jetzt weiter dahin. Aber können ja weiter, wenn denn dahin. Wir müssen ja, glaube ich, die Rüstung ja gar nicht haben, ne? Wenn ja die ganze Zeit immer wieder so ein Stein runterfällt, dann können wir uns ja immer wieder dahin hinbegeben. Oh Gott, das ist ja alles voller Schlamm. Oder ist das voller Schlamm? Nee, das ist Stein. Oh Gott, ich dachte schon. So. Gott, hier sind überall noch so eine Steine, die runtergefallen sind. Da geht's irgendwie gar nicht mehr lang. Oh. Aber da war halt auch mal was, soweit ich weiß. Also ich war da halt, glaube ich, nie gewesen, aber sonst war da immer was. Vor allem, ich glaube, ich Speedrun das spielt mal wieder irgendwie. Ich glaube, die Steine sind, die runter... Ich glaube wirklich, viele haben auch immer gesagt, würde ich jetzt behaupten, dass die Steine wahrscheinlich ein bisschen zu OP sind, weil fast jede Minute oder fast jede 3 Minuten oder so fällt ja halt ein Stein nach unten und man kann ganz leicht abkürzen. Ja, macht ihr mal, ne? Ich bin erstmal da hinten. Und werde erstmal Sidon begegnen. Ich könnte jetzt eigentlich so nett sein und würde jetzt halt den Schlamm dann ein bisschen wegmachen, aber da ich keine Pfeile habe, lasse ich das jetzt erstmal. Oh, und da steht er. Oder ist er das? Nee, das ist ein anderer. Da ist er. Schön, dich zu sehen, Link. Ich heiße dich willkommen. Bist du auf der Suche nach Prinz Sidon? Sidon? Nun. Hi. Er ist dort drüben und gerade ganz in seiner Arbeit vertieft. Wenn er wüsste, dass du hier bist, wäre Sidon sicher auf ganz äußerlich vor Freude. Also geh doch bitte zu ihm. Hallo, Freund. Ist das wirklich du? Ich freue mich so sehr, Link! Ich fühle mich angesprochen. Ach, Link, wie lange ist es schon her?
Es heißt, du siehst, das sei, dass du spurlos verschwunden bist. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Sag schon, was ist passiert? So alte Buddies, so. So ist es also. Unter Schloss Hyrule hat sich etwas Unglaubliches zugetragen. Und später bist du auf einer Insel erwacht, die du dich traum. Was? Die dein was? Achso, ja. Genau. Der Himmel, ob die Wurzel aller Übels so finden ist oder vielleicht die Lösung für all unsere Probleme hat. Ich hätte mich ohnehin gefragt, inwiefern die schwebende Insel mit der herabfallenden Schlamm zusammenhängt. Daher trug ich einen Zoras Gelegenheiten und unsere alten Schritten und Dokumente durchzulegen. Es soll alles herausschöpfen, was mit dem Himmel und dem seltsamen Ruin in Verbindung stehen könnte. Ich selbst kann leider nicht hier fort in den Schlamm bekämpfen müssen, in diesen Ort besudeln. Du musst wissen, da ging eine Treppe lang? Oder, nee, wir sind, aha. Du musst wissen, hier entspringt, was das Wasser, was das Dorf zu leben erhält. Und ich setze meine Kraft ein, die Macht über das Wasser, um den Schlamm von Wasser zu trennen und das zu läutern. Sollte ich auch nur einen Augenblick lang hier weichen, würde das Dorf vom Schlammmassen erstickt werden. Daher bin ich die ganze Zeit Gefangener dieses Ortes, die Flossen gebunden. Mir sind die Flossen gebunden. Doch eine Sache noch, Link. Nimm an, dass Prinzessin Zelda Beileib mit den Ruinen und den Inseln am Himmel in Verbindung stehen könnte. Am besten sprichst du selber mit dem Gelehrten. Es handelt sich um den alten Yato. Er sollte das Totosee seinen Studien nachgehen, nordwestlich von hier. Sicher findest du ihn dort. Kannst du mir das bitte ankreuzen? Ich bin wirklich froh, das nach so langer Zeit wiederzusehen, Link. Besuche mich gerne jederzeit wieder. YOLO mache ich auf jeden Fall und ich helfe euch auf jeden Fall. So, jetzt gehe ich erstmal kurz hier lang. Oh, was für eine Erfrischung. Komm her, du Ausdauerkrabbe. So, dann gehen wir mal jetzt hier nach oben. Mal sehen, was hier noch so ist. Oh, bitte sei da. Oder bitte, warte mal. Sehen wir noch Mifa? Bitte, das wäre so toll. Oh, ich mochte Mifa auch so gerne, ne? Deswegen, also. Oh, da ist sie. Oh, da ist sie. Zerstör hier nicht den Moment. Ich würde mal sagen. Ja, ich weiß, alles gut. Hä? Dahin, 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 so, so, so. Das geht ja gar nicht. Oh, der tut mir schon ein bisschen leid. Oh, der tut mir doch ein bisschen leid. Ich bring dich mal hin. Tut mir leid. Oh mein Gott, ey, das tut mir wirklich leid gerade. Ich kann immer noch hingehen. Oh, die Dinger tun mir voll. Ah, ich möchte dir manchmal nicht helfen, aber ich kann auch nicht böse sein. Ah. Reicht das? Ja, komm mit. Diese Dinger hier.
Ja, danke. Hör auf, so niedlich zu sein. Tschüss. Wieso sind die so niedlich? Ich verstehe das nicht. Ich möchte es nicht verstehen. Aber da ist Mipha. Oh. Nicht Mipha, sondern Mipha? Oh. Keine Ahnung. Mipha, Mipha, Mipha. Ich glaube, da steckt ein F. Mipha. Hm? Hm, doch. Aber schön, dass sie jetzt da oben ist. Kann ich da noch irgendwas machen? Komm zurück! Wollte es nicht so. Nee, anscheinend nicht. Oder muss ich mit dir reden? Hallo. Ich bin gerade im Wasser gefallen. Es war ein bisschen peinlich. Oh, Junge. Schön, dich zu sehen, Link. Sieh doch einmal um. Der Donnerhorn hat sich verändert. Jetzt ist, es ist jetzt ein Park mit einer Statue von Mipha. Sie wacht über den Wenigkeit von all den Zoras hier. Wir könnten uns das Schlamms nur erweitern. Wehren, boah, weil jeder mithilft. Und weil die Statue ihren Schutz erwehrt hat. Mipha. Das ist doch ein Bild wert, warte mal. Das ist doch ein schönes Bild. Wir brauchen keine Witze. Menschenskinder. Okay. Oh, das ist alles weiter da oben. Da muss ich aber auch irgendwie hinkommen. Aber ich weiß ja nicht wie. So, okay. Dann. Wo müssen wir jetzt hin? Da hinten nochmal. Okay. Ich will jetzt einfach straight wieder nach unten gefallen. Einfach so. Und da ist halt noch ein... Schrein. Aber wie bekommt man den am besten weg? Nordwesten. Oh, ich bin echt schlecht im Kompass lesen. Leute, ich bin echt schlecht. Nordwesten. Ja, Totosee. Mhm. Ja, alles klar, weiß Bescheid. Ja, doch, da. Mhm. Ah, da war ich doch schon mal. Kann ich das trotzdem aktivieren? Kann ich nicht. Wer hat auf der Tür Schlamm raufgemacht? Jetzt kann ich mich da nicht hin teleportieren. Aber kann ich mich trotzdem? Nein, kann ich nicht.
Ja, dann muss ich auf jeden Fall nochmal da irgendwie rauf. So, jetzt muss ich auf jeden Fall da lang. Genau. Weil da ja auch in der Nähe... Ja, genau, der Toto... der Toto-Schlamm oder was ist der... Toto-See, sorry. der ist ja dann halt auch jetzt da, glaube ich, damit betroffen. Soweit ich weiß. Oh, ich bin so dran gewöhnt gerade, die Dinger zu nutzen. Und dann funktioniert das noch nicht mal. So, ich bin nicht hier. Au. Holzweil. Kommt schon, gib mir eure Holzweile. Au. Ich bin weg. Holzweile. Ah, tschüss. Okay, jetzt habe ich wieder welche. Das ist schon mal ganz gut so. Holzweil. weg hier. Okay. Aber vom Weg bin ich nicht in, Aber tut er mir auch was, der Schlamm? Ich möchte es halt ungern ausprobieren. Sagen wir es mal so. Lassen wir das mal lieber. Okay, ich bin jetzt hier. Und jetzt? Da ist einer, ne? Hallo. Eine antike Zora-Tafel. Diese eleganten Schwünge eines Inschrift, die stürmische Wogen anmutet. Diese antike Steintafel haben unsere Ahnung von langer Zeit angefertigt und hinterlassen. Stell dich auf das Land des himmlischen Tropfens, Wasserbrücke. Puh. So ein Pech, der Text ist nur in Fragmenten lesbar. Oh, Link, verzeih mir die Unhöflichkeit, aber ich muss dir unbedingt von meiner großartigen Erklärung berichten. Dabei handelt es sich ohne Zweifel um eine uralte Steintafel des Zoras, die auch den Himmel auferwähnt wird. Allerdings ist die Steintafel stark beschädigt, sodass sie für mich nun sehr wenig Sinn ergibt. Wenn ich doch nur ein klein wenig mehr erkennen könnte, was soll ich jetzt nur tun? Ich weiß es. Ich muss... Da runter? Dahin? Sidon Dorf aus dem Dorf der Zoras. Ja? Da? Ah! Ich wäre wieder ganz woanders hingegangen. Nein. Nein. Löschen. Nein. Ja. Nein. Ja. Die Steintafel. Link, ich bin dir tausend dankbar oder dankbar, wie auch immer. Oh, jetzt kann ich mal, jetzt kann man ja jetzt die ganze Inschrift lesbar.
stelle ich auf das Land des Himmels Frisches und erblicke inmitten schwebender Felsen ein Tropfen. Durchschieße ihn mit dem Symbol des Königs. Dies enthüllt das Versteck des Wasserbrücke, die uns Soras mit dem Himmelsvolk verbindet. Das ist ja unwerfend, ein wenig in der Himmel, in Möglichkeit des, okay. Doch, noch nicht so schnell, schließlich gibt es den Text und zuvor noch allerlei Rätsel auf. Was genau mag all das mit den Begriffen gemeinsam? Geschafft, okay. So. Weiß ich nicht. Oh Gott, wo muss ich denn jetzt überall hin? Los geht's. Wo geht's denn hin? Mit wem fliegt der da? Leute, das ist wieder alles so riskant, genau, riskant. Eben nicht, das ist nicht riskant. Was mache ich hier? Ja. Genau, so. Jetzt muss ich irgendwie weiter da nach oben. Bei diesem einen Baum da muss ich hin. Können ja ein bisschen Minecraft spielen. Wenn ihr das Spiel kennt oder diesen Modi. Auch cool. Schaut wieder so, als ob ich das nicht schaffe. So. So, was ist hier jetzt? Nix oder was? Wieso zeigt er mir jetzt das hier an? Ist jetzt hier irgendwas Bestimmtes? Sprich mit Sidon. Mit Sidon. Sprich mit Sidon. Nee, das mache ich nicht. So, mit Sidon sprechen. Das mache ich doch mal. Wo ist er denn? Ah, da hinten. Stimmt ja. Dann gehe ich mich mal dahin bewegen. Das kann doch echt nicht sein. Also, ich habe jetzt gerade mit ihm gesprochen. Er meinte, dass das und das passiert und das und das. Und YOLO. Ja, weiß ich auch nicht. Der Schlammraubstein schließt dreimal Schlamm in den Richtung des Wassers. Nicht treffen. Ich lese mal gleich mehr zuvor. So, das muss ich aber jetzt schaffen. Natürlich schaffe ich das nicht, ey. Natürlich nicht. Okay. Oh, da ist er gebumst. Nach dem dritten Schluss öffnet der Schlammraubschlamm sein Maul. Sprintet zu einem Schlammraubschlamm. Nutzen können, nachdem du die Zoras-Rüstung erhalten hast, auch dem Charakter eines Wasserfalls Wasserbrücken nutzen. Oh mein Gott. Wie besiegt man Schlamm, Raubschleim? Sprich mit Zeit und während im Kampf. Hä? Ich sehe doch da nicht mehr durch. Sehe da einfach nicht durch. Also muss ich jetzt mit Sidon darüber sprechen?
dass ich jetzt ihm die Karte da gegeben habe. Aber da muss ich ja gar nicht mehr hin. Aber jetzt mache ich den Schrein noch. Kann ich da ernsthaft jetzt nicht? Kann ich da ernsthaft jetzt nicht mit Seidon nochmal darüber reden, oder wie ist das jetzt? Weil er muss doch da irgendwie davon wegkommen und ich möchte ihm ja gerne helfen, aber irgendwie geht das denn ja auch gar nicht, weil das immer so schlimm ist und ist doch auch nicht. So. Hör auf. Oh. Na sowas. Wer hätte denn erwartet, dass Tafel so etwas enthüllen würde? Das Land des Himmelsfisches, eines Tropen inmitten den schwebenden Felsen, das sogenannte Symbol des Königs. Es ist wirklich eigenartig. Ein Mysterium, was wird anscheinend immer so verkrackter. Ich bin untröstlich, weil ich dir nicht helfen kann. Doch leider weiß ich keinen Rat. Das Symbol des Königs, verzeiht, doch ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich genau sein könnte. Vater zu fragen, ergibt Sinn. Aber wenn ich nicht der Zoo-König selbst, sollte die Antwort kennen. Er hatte das Dorfes verlassen und den Ursprung des Schlamms zu erkünden. Vielleicht ist er mittlerweile schon zurück. Du solltest im Thronsaal in der Mitte des Dorfes vorbeischauen. Nö. Kann ich dir denn irgendwie helfen? Warte mal. Vielleicht hilft das was. Nö. Okay. Okay. Nimm das! Oh. Das hat ja null geholfen. Nimm das. Perfekt, Tomatika. Was für ein aufregender Tag. Ich habe immer noch kein neues Wasser geholt. Ah. So. Okay. Was? Was seid ihr denn? Ich weiß. Geil. Cool. Richtig cool. Cool. Man muss sie jetzt wiederholen, oder was? Oder reicht zum Teil? Nee, reicht nicht. Ja, das wären die gleichen Teile. Hä, willst du mich verkackeiern? Warte mal. Oder geht das denn nur auf dem Boot? Ja, genau. Er geht doch. YOLO! So. Da brauche ich nochmal.
Das brauche ich jetzt nochmal. Das brauche ich jetzt nochmal. Ah. Es hält aber. Okay. So, als nächsten Schritt. Was muss ich jetzt da machen? Ah, so, okay. Dann komm mal her. So, und das kommt jetzt da rauf. Ja, genau, sonst fällt die mir runter. Genau, und jetzt muss ich da noch irgendwie rauf. Weil sonst komme ich da, glaube ich, nicht dran. Super duper. Ob das jetzt auch so gewollt ist, weiß ich jetzt nicht. Okay, das war auf jeden Fall so gewollt. Perfekt. Denn das hat auch ganz gut gepasst jetzt mit der Zeit. Oh, das freut mich, Leute. Es freut mich, dass ich jetzt auch so viel vorproduzieren konnte, weil ich jetzt 4 Folgen The Legend of... 5 Folgen. 5 Folgen, die der Legend of Zelda jetzt produzieren sollen. Wir haben jetzt den 18.06. Und für euch ist es, wenn das schon ein paar Tage mehr. Ah, es freut mich gerade, dass ich jetzt halt auch so weit gekommen bin, halt auch mit dem Gaming-Kanal. Natürlich müsste ich jetzt halt noch ein bisschen mehr Life is Strange und das alles aufnehmen. Und Sims 3 habe ich jetzt noch eine komplette Woche jetzt schon noch aufgenommen. Das freut mich. Das ist, ah, schön. So muss es laufen, Leute. Okay, dann würde ich erstmal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom wieder. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Hättet ihr das gerne so schon oben da kommentiert, nicht vergessen. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei einer weiteren Folge. Bis dann. Ciao, ciao.